Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live. Ja, willkommen zurück bei Fellner Live und jetzt geht's ab auf die Tanzfläche, muss man eigentlich sagen. Bei uns sogar als Dancing Star Soso Mugiranetza. Hallo, hallo, hi. Freut mich, dass du da bist. Danke für Wie schaut's aus? Am Freitag die nächste Sendung. Bist du nervös? Natürlich ist man immer nervös, aber ich versuche gerade das ganze Sache mit Spaß anzugehen, weil man weiß ja nie, was passiert ist, was passiert wird. Manchmal versucht man viel zu trainieren und dann ist es zu viel. Manchmal nimmt man sich vor, weniger zu trainieren, dann ist es zu wenig. Also man weiß nie, es ist halt, man weiß nie, wie es ankommt. Deswegen, ich versuche jetzt halt, meinen Spaß dabei zu haben und schau mal, was passiert. Okay, ja. Jetzt heißt es immer, im Endeffekt zwischen dir und dem Stefan Betzner wird sich entscheiden, wer rausfliegt. Siehst du das auch so? Wer hat das gesagt? Schreiben die Medien, schreiben die Zeitungen. Die Medien schreiben sehr viel. Warum ich und Betzner? Warum wir zwei? Weil ihr das letzte Mal die schlechtesten Noten gekriegt habt, glaube ich, deswegen. Achso, aber ich habe jetzt, ich bin jetzt viel, ich liege jetzt vorne. Ja. Also ich habe jetzt bessere Noten als Petzl. Also. Das heißt, du zitterst nicht? Zittern ist für mich, nein, ich zitter nicht. Du musst so sehen, also ich kann mir vorstellen, vor 10 Jahren war ich, vor 15 Jahren war ich in einem Flüchtlingslager in Österreich und jetzt bin ich bei Dancing Stars dabei. Für mich, ich sehe mich schon als Gewinner. Also für mich ist es egal, was passiert. Ich bin überhaupt froh, dass ich da mitmachen darf. Ich bin froh, dass der ORF sich bei mir gemeldet hat. Also was passieren wird, ich denke nicht so viel daran, ob ich jetzt weiterkomme oder nicht. Das ist nicht meine Aufgabe. So. Ja. Jetzt gab es letzte Woche, apropos Medien, auch viele Medienberichte. Da hieß es, glaube ich, einen Rassismus-Skandal zwischen dir und deiner Tanzpartnerin. Ja. Es ging, glaube ich, darum, dass sie dich irgendwie gesagt hat, du sollst einen Affen-Move machen. Was ist da genau passiert? Also, es sind Menschen draußen. Es gibt wirklich einen Monkey-Move in Samba-Tanz. Nur ich hab davon nicht gewusst. Und sie wollte mir halt den Move beibringen, was eigentlich gut ist. Nur sie sagte zu mir halt, sie hat zu mir gesagt, ja, wir machen jetzt den Affen-Move. Und als schwarzer Mensch denkst du ja zum ersten Mal so. Nur ich bin auch selber Comedian. Ich wusste nicht, jetzt versucht sie lustig zu sein. Und deswegen war mir wichtig, dass mir das erklärt, warum wir unbedingt den Affen-Move machen müssen. Nur sie hat halt das nicht geschafft, das zu erklären, dass ich das genauso verstehe, wie sie es meint. Mhm. Und dann kam man halt zu Missverständnissen und ja, und haben Gespräche. Und da hast du dich geärgert zuerst dann? Ja, ich habe mich dann geärgert, weil ich eben nicht gewusst habe, was sie genau damit meint. Und dann waren am nächsten Tag alle die Seiten voll damit. Ja, und jetzt heißt, dass ich das in Medien gebracht habe, damit ich eben ein bisschen Hype bekomme, was überhaupt nicht stimmt. Menschen da draußen, meine Mutter hat mich um 5 Uhr in der Früh angerufen. Und sie so, du bist überall in der Zeitung und sie hat die Panik bekommen, wir werden abgeschoben vielleicht. Weißt du, was ich meine? Und ich so, wieso? Und ich lese das und denke mir, das gibt's ja nicht. Die Geschichte, vielleicht 3, 4, 5 Leute, meiner Meinung nach, was ich mir erinnere, vielleicht, ich dachte 4, 5, vielleicht 6 Leute wissen davon, dass es rausgekommen ist, war ich selber sehr überrascht. Okay. Ja. Aber ihr habt euch ausgesprochen und es ist wieder alles in Ordnung. Jetzt ist gut. Alles ist wieder gut. Also ich habe auch von mehreren Leuten erfahren, dieser Monkey Move heißt halt so. Und ich werde den machen. Also es passt alles. Wir verstehen uns wieder sehr gut. Okay. Ja. Sie war krank, deine Tanzpartnerin, teilweise diese Woche. Jetzt ist sie wieder fit? Ja, es passt alles. Das heißt, ihr konntet aber weniger trainieren diese Woche? Ja, aber wir haben die Stunden nachgeholt. Okay. So, wir haben, also du hast immer so ein paar Stunden dazwischen und da kann man leicht seine Sachen nachholen, wenn man... Okay, das heißt, du bist fit und hast keine Angst, dass du jetzt irgendwie ein Trainings zu wenig fit. Trainiert hast. Ich mache mir halt mehr Gedanken an manche Samba-Moves. Ja. Weil Samba ist sehr schwierig. In Samba hast du dauernd diese Rhythmuswechsel. Das heißt, es ist mal schnell, mal langsam, mal schnell, mal langsam. Und es gibt eine Figur, die heißt Samba-Rolle. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein, ich bin kein Tänzer. Die ist sehr schwer und davon mache ich mir halt viel Gedanken. Ja. Wie ist Dancing Stars generell? Wie ist es für dich? Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast? Ist es anders? Ist es härter? Ich habe mir vorgestellt, dass man einfach hingeht und seinen Spaß hat. So. Ja. Aber es ist hartes Training, oder? Wenn man die Sendung anschaut, siehst du eigentlich Leute, die nur Spaß haben, die strahlen. Aber dahinter steckt sehr, sehr, sehr viel Arbeit.
Also wir trainieren im Durchschnitt 3 bis 5 Stunden pro Tag. Das hast du nicht gedacht, dass es so ist? Ich habe nicht gedacht. Vor allem, ich dachte, ich gehe hin und lerne das so schnell. Ja. Aber ey, bis man ein Choreo im Kopf hast, da denkst du, ich sitze zu Hause und denk. Und dann kommst du drauf, okay, heute funktioniert und morgen funktioniert es wieder nicht. Und dann fangen die Verzweiflungen an. Oh, ich hoffe, ich kriege das hin. Und dann kommen Kameras, Interviews. Naja, ist nicht so leicht, wie ich mir vorgestellt habe. Ja. Du hast ja eine spannende Geschichte. Ja. Du bist als Flüchtling nach Österreich gekommen. Ja. Und jetzt, wie gesagt, mittlerweile TV-Star. Ja? Also von Comedian. Und jetzt von Flüchtling zum Dancing-Star. Zum Dancing-Star. Ich bin der Schwarzenegger. Ja. Also das ist eine wirkliche Positivgeschichte, muss man auch sagen. Ja. Wie hast du diese Zeit in Österreich erlebt? Wie schwer war es, weil ja sehr viel auch aktuell über Flüchtlinge diskutiert wird. Ja. Wie schwer war es für dich, hier in Österreich einen Job zu bekommen, Fuß zu fassen, dich, sage ich einmal, auch an diese neue Heimat, weil du hast ja deine alte Heimat verlassen müssen, auch zu gewöhnen? Schwer war es, für mich war es nicht so schwer. Weil ich habe mich wohl gefühlt hier und alles, was mir nicht gepasst hat, habe ich versucht, Lösungen zu finden. Weißt du, zum Beispiel, dass ich mir was wichtig, dass ich die Sprache lerne, dass ich die Einheimischen auch kennenlerne, dass ich versuche halt auch positiver Sachen anzugehen. Weil oft ist es halt, ja, man erlebt halt viele negative Erlebnisse. Und ich habe angefangen, zum Beispiel das Thema Rassismus, also ich habe hier angefangen, erstens mal versuchen zu verstehen, warum Menschen sagen oder tun das, was sie tun. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, dass Menschen in Österreich, also erstmal, wenn man über Rassismus redet, sollte man aufhören, Österreich mit Ländern wie Frankreich, England oder Amerika zu vergleichen. Also das ist meine Analyse, was ich gemacht habe. Muss nicht jeder machen, aber... Zum Beispiel, es ist halt so, dass in Österreich, du musst dir vorstellen, Menschen in Amerika hatten ja die Geschichte, die haben eine Verbindung zu Schwarzmenschen, ganz früher durch Sklaverei. Es ist traurig, aber es gab einen Kontakt. Ja, engen Kontakt gab es. Und dann kommst du nach Österreich und dann hast du einen Mensch, der zum Beispiel in Mühlviertel wohnt. Entschuldigung, oder? Ja, weißt du, der noch nie ein Schwarzmädchen gesehen hat. Außer vom Fernsehen. Mhm. Und wir wissen alle, wie Schwarzmenschen dargestellt werden, nicht immer in Positiven. Ist das so? Es ist entweder du bist Fußballer, verkaufst Drogen oder bist Trommler. Trommler geht auch. Ja? Das heißt, diese ganzen negativen Klischees, was die Leute gesehen haben, diese ganzen Jahre, haben sich irgendwo gespeichert. Mhm. Aber nicht, weil Menschen böse sind, weil das einfach diese Klischees, irgendwann mal speichern sich die Sachen im Kopf. Mhm. Und dann kommst du als schwarzer Mensch hier und viele wissen nicht, was die sagen sollen. Und dann kommt noch dazu diese Political Correctness, was jetzt sehr aktuell ist. Und werden Menschen noch überforderter, weil sie nicht wissen, die wissen nicht, wenn jetzt ein schwarzer Mensch kommt, die wissen nicht, was sie sagen sollen. Ist das politisch korrekt? Ist es falsch? Was, ja? Letztes Mal hat sich einer nach meinem Namen gefragt. Ich so, Mugiranesa. Er so, Mugiranesa. Ha. Und dann kommt er so, Entschuldigung, ist das brasilianisch? Ich so, nein, ist afrikanisch. Nein, war ja so, oh mein Gott, Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht beleidigt. Ich so, nein, wieso? Weil, wenn man fragt, woher man kommt, weiß man nicht. Weißt du? Das heißt, wir sind mittlerweile so weit, dass Menschen einfach sich nicht mehr trauen, sogar simple Fragen zu stellen, so, woher kommst du? Weil mittlerweile ist alleine ein Mensch zu fragen, woher man kommt, ist bei manchen nicht gerne gesehen. Ja. Weißt du? Und dann, das führt aber dazu, dass die Gesellschaft noch mehr sich trennen von den Schwarzen. Auch die es gut meinen. Ja, auch die es gut meinen, wissen halt nicht. Weißt du? Mhm. Und ja, ich hab einfach für mich so gelernt, erstmal, wenn es was Rassismus so passiert, irgendwas, was vielleicht so nach Rassismus ausschaut, statt eher meine ersten Emotionen, zu sagen, Rassismus ein bisschen sich zurückzuziehen, zu analysieren, ist es einer, der das Böse meint oder... Mhm. Ja, weil viele draußen das nicht, oft nicht böse meinen. Hast du viel Rassismus erlebt in der Zeit hier in Österreich? Viele schon, aber ich bin ein sehr positiver Mensch. Mhm. Wenn ich mir merke, dass es dieses Rassismus-Erlebnis mit einer des... Wenn das einer, der das negativ meint, dann spüre ich das. Mhm. Ich spüre es sofort, das ist einer, der will mich beleidigen oder der will mich einfach wehtun. Mhm.
Nur ich bin Comedian, ich hab was Schlimmeres erlebt. Mhm. Ich habe Krieg und das erlebt. Das heißt, wenn es für mich was passiert, es ist so eher, statt dieses Trauer und da, versuche ich, irgendwas Lustiges daraus zu finden. Mhm. Mhm. Das kann nicht jeder, aber für mich ist ich mag nicht, also wenn mir was Schlimmes passiert, ich vergesse es so schnell. Mhm. Weil Rassismen sind für mich, ist eine Art auch Krankheit. Stell dir vor, wir sind fast 20 und ein Mensch mag mich nicht nur wegen meiner Haut. Mhm. Weißt du, das ist ja krank, oder? Das ist fast wie krank. Deswegen für mich ist es halt, wenn jemand so komisch ist zu mir, ist eher so, okay, schon wieder ein kranker Mensch. Das ist so, wie wenn du jetzt einen Alkoholiker auf der Straße triffst. Mhm. Abschließende Frage noch, was ist dein Ziel bei Dancing Stars? Wie weit willst du schaffen? Soweit Menschen mich sehen wollen. Also wenn Menschen von mir mehr sehen wollen, gerne. Also ich freue mich dabei zu sein und die ersten zwei Shows waren halt schwierig und jetzt ist es so der Anfang bei uns. Also es geht jetzt geht die Show los für uns zwei. Ja. Es geht's los. Okay. Gut. So. Danke, dass du da warst bei uns im Studio. Super. Am Freitag wieder im Fernsehen zu sehen. Ja. Man kann für dich voten. Welche Nummer? 03 ist 03. Schluss. Verstehe, das heißt 03 für Soso, damit Soso weiterkommt. Am Freitagabend wissen wir es dann. Ja. Wir machen eine kurze Pause, sind dann gleich wieder zurück hier auf OE24 TV.